Servus Leute, heute zeige ich euch, wie man beim E36 Cabrio hinten bei der Scheibenbremse innen drin die Handbremse wechselt. Da haben wir einmal hier das Federnset von ATE. Das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, weil die alten ziemlich verrostet sein werden. Außerdem haben wir hier so Bremsbacken für links und rechts. Da fangen wir gleich mal an, hocken eine Seite auf mit dem originalen Wagenheber vom BMW. Bevor wir den ganz hochnehmen, alle Schrauben lösen vom Reifen. Und dann tun wir den aufpacken und tun noch zur Sicherheit unten abstützen. Dafür nehme ich jetzt einfach mal so einen Scherenwagenheber. Den setze ich dann irgendwo an. Tun wir den Reifen runter. Und tun den auf Seite. So, dann sehen wir hier die Bremsscheibe. Und die Handbremse, die ist hier innen drin. Das heißt, wir müssen als erstes den Sattel wegschrauben. Da haben wir hinten die zwei Kappen. Die machen wir einfach raus. Anschließend muss diese Klammer raus. Die machen wir einfach so von innen. So raus. Und jetzt brauchen wir hier einen Imbus, einen 7er. Und müssen von hinten die Imbusse, also einmal unten, einmal oben, lösen. Wie gesagt, jetzt nehmen wir hier oben diese Imbusschrauben raus. Basteln wir jetzt einfach mal so eine Verlängerung. So Leute, wenn wir den Bremssattel weggemacht haben, also wenn wir die Imbusschrauben raus und dann kann man den hier wegnehmen und hier runterhängen lassen. Normalerweise, ich tue jetzt nachher eine Unterstützung drunter, weil das ist nie nicht so gut, wenn man das immer an dem Schlauch hält. Als nächstes machen wir die Schraube hier raus, das hält dann die Bremsscheibe und den Träger muss auch raus. Also hier sind nochmal 16er Schrauben, einmal hier oben und einmal hier unten und die müssen wir rausschrauben. 15er sehe ich da, also hier oben und unten 15er Schrauben müssen wir auch raus machen und dann können wir die Scheibe rausnehmen. Also jetzt, wo ich den Bremsträger rausgeholt habe, diese zwei Schrauben, können wir den Träger rausholen und jetzt können wir die Scheibe auch rausholen. Die klemmt manchmal ein bisschen, dann nehmen wir einfach so einen Hammer und hauen hier ein bisschen drauf. Also Bremsscheibe ist draußen, auf Seite tun. Als nächstes, wenn wir die Scheibe draußen haben, jetzt sehen wir bei dem Kollegen hier, dass ich hier dieses Teil hier gelöst hat. Hier ist das neue Teil. Das ist einmal so ein Schlitz. Das tut man hier durch das Ankerblech durchschieben. Also hier durch die Schraube durch. Und dann tut man das drehen und dann wird es hier hinten durch diese kleinen Auflagenflächen wird es dann vom Ankerblech gehalten. So wie hier zum Beispiel. Hier ist noch intakt. Das Problem ist jetzt bei uns, dass das Ankerblech von ihm schon verrostet ist, dass diese Teile hier nicht mehr heben. Deswegen habe ich jetzt einen Spezialtrick. Da gibt es von anderen Herstellern diese Konterteile. Den habe ich jetzt dabei. Den tun wir von hinten jetzt, den müssen wir noch ein bisschen anpassen. Von hinten kontern, also hinter dem Ankerblech. Und dann können wir das Teil trotzdem noch festmachen. Und ersparen uns die ganze Arbeit. Normalerweise müsste dieses Ankerblech raus, das Radlager raus, ein neues Radlager muss gekauft werden, neues Radlager, also Ankerblech raus, Ankerblech rein, dann mit dem neuen Radlager wieder rein, weil das alte Radlager, das kann man nicht nochmal verwenden. Jetzt probieren wir es mit dieser Methode und hoffen, dass es klappt. Also, da gehen wir jetzt bei dem, wo noch intakt ist, gehen wir mit dem
5er M-Bus normalerweise hier rein, drücken die Feder hier oben zusammen und drehen und schon springt uns dieses Teil hier raus, diese Klammer. Das ist einmal hier eine und einmal hier eine. So, als nächstes haben wir hier oben den Versteller. Der Versteller, der funktioniert folgendermaßen. Da geht man normalerweise den Schraubenzieher hier rein und dreht diesen Versteller entweder nach oben, dann gehen die Backen auseinander, oder man geht hier durch und stellt den nach unten, dann gehen die Backen wieder zusammen. Jetzt, was wir machen, wir müssen diese Feder rausholen. Einmal hier unten ist eine Feder und einmal hier oben. Und dann müssen wir genau merken, wie das war und die neuen Teile genauso wieder einbauen, wie die waren. So, jetzt haben wir das Teil draußen. So sieht das aus. Die Verstelleinheit, die verwenden wir wieder. Jetzt legen wir das alles hier so hin, als Schablone. Wir nehmen unsere neuen Teile und legen die genauso hin. Das heißt, einmal so und einmal so. Das wären jetzt die richtigen Teile. Jetzt nehmen wir unsere neuen Klammern. Einmal unten, das ist der lange hier. Der kommt hier rein. Und einmal der kleine, der kommt hier oben rein. Jetzt nehmen wir die neuen Belege, stecken sie wieder rein. Da tun wir erstmal, ich zeige mal an den alten, da tun wir erstmal die große Feder rein, unten, quasi so. Und dann gehen wir so drüber und haken das erstmal hier und hier an dieser Verstelleinheit ein. Das sieht man dann schon auf der Seite. Ja. Jetzt ist sie schon mal eingehakt. Und jetzt haben wir es einfacher. Jetzt können wir vorher natürlich erstmal diese Auflageflächen mit der Drahtbürste reinigen, bevor ihr die drauf legt. Und dann könnt ihr hier mit zum Beispiel Keramikpaste, könnt ihr hier einschmieren, die komplette Fläche, damit es halt besser gleitet. Diese Erhöhung hier gut einschmieren. Muss nicht viel drauf, nur ein bisschen. Hauptsache, das macht keine quietschenden Geräusche. Nein. Okay, wenn wir das haben. Die habe ich jetzt auch ein bisschen eingefettet, das Gewinde. Auch mit Keramikpaste. Die drehen wir komplett rein. Also nicht, dass es hakt, sondern kurz davor so. Tun die hier einsetzen. Können die hier einsetzen. Und jetzt kommt der schwierigste Teil. Jetzt müssen wir die Feder wieder einhaken. Also das heißt, erst unten rein und dann jetzt hier oben ins Loch reinhaken. Wenn wir die Feder auch drin haben, kommen wir zu diesen Einrastmechanismen, die wir vorhin rausgetan haben. Jetzt haben wir bei dem das Problem, dass das Ankerblech hinten kaputt ist. Da haben wir uns jetzt selber was gebastelt. Da haben wir einfach eine Beilagscheibe genommen. In der Mitte haben wir es länglich gebohrt, quasi mit dem Bohrer, damit wir jetzt so reingehen können und einfach drehen können. Weil ansonsten müssten wir das Ankerblech tauschen. Und das ist ziemlich teuer und aufwendig. Dafür muss das Radlager raus. Und das alte Radlager kann man nicht nochmal verwenden. Also ein neues Radlager. Viel zu viel Arbeit. Deswegen machen wir es uns einfach. Wir nehmen einfach eine Unterradscheibe. Das tun wir von hinten kontern. Und die Sache ist gegessen. Jetzt, wo die Teile wieder drin sind, alle Klammern, alle Federn und alle in den Führungen drin sind, tun wir die Narbe etwas säubern mit einer Drahtbürste. Wichtig ist halt, alles was auf der Radnarbe ist,
die übertragen sich halt aufs Rad. Wenn wir jetzt so wie hier zum Beispiel so überstehende Teile haben, Rostpartikel, dann kriegen wir einen Unwucht am Reifen. Deswegen nehme ich immer Schleifpapier und schleife nochmal die ganze Nadel gerade. So, dann reinigen wir die Bremsscheibe mit Bremsenreiniger und ein Tuch. Und dann tun wir die Bremsscheibe wieder einbauen. Darauf achten, dass die Löcher übereinstimmen. Dann tun die Schraube für die Bremsscheibe wieder rein. Das ist dann die hier. Und die Schrauben wieder hin. Jetzt müssen wir dorthin, wo unser Versteller ist. Das ist bei mir 36, ungefähr bei 10 Uhr, 11 Uhr. Richtung Tankdeckel am besten, auf der Seite. Dann nehmen wir uns eine kleine Lampe, leuchten hier ins Loch rein und hinter dem Loch sieht man diese Verstelleinheit. Die hat Zähne dran, da gehen wir mit dem Schlitzschraubenzieher nahe rein und dann tun wir die komplett so lange drehen, bis die Bremsscheibe sich nicht mehr drehen lässt. Die Verstelleinheit, die wir gefunden haben, gehen wir mit dem Schlitzschraubenzieher rein und tun von unten nach oben drehen. So lange, bis die Bremsscheibe sich nicht mehr drehen lässt. Wenn sie sich nicht mehr drehen lässt, die Bremsscheibe, drehen wir 3 bis 4 Zähne wieder raus, also so weit raus, bis sie sich wieder drehen lässt und leicht schleift, sage ich mal, also ganz leicht. So, jetzt lässt sie sich nicht mehr drehen. Jetzt machen wir wieder auf, also in die andere Richtung drehen. Von oben nach unten. 1, 2, 3, 4. So, jetzt lässt sie sich noch drehen, relativ leicht. Und hat ein ganz leichtes Schleifgeräusch. Jetzt ist die perfekte Kunsteinstellung erreicht. Das heißt, die Backen sind relativ nah an der Scheibe dran. Als nächstes tun wir die Auflagefläche auch reinigen. Einfach ein bisschen wegschleifen. Hier machen wir genauso ganz wenig von der Paste drauf, also hier zwischen die Löcher, ganz wenig. Und hier auf die Narbe kann man auch ganz wenig drauf machen, wenn man die Felge wieder runterkriegt. Anschließend bauen wir alles wieder zusammen, so wie wir es auseinandergebaut haben. Und dann ist die Sache eigentlich schon geregelt. Die Bremsscheibe natürlich noch putzen mit dem Bremsenreiniger, also draufsprühen. Und mit einer Zebrarolle am besten sauber machen. Weil wenn hier Fett drauf gelangt, dann habt ihr keine gute Bremswirkung. Deswegen immer darauf achten, dass sie sauber ist. Die Rückseite kann man jetzt immer noch sauber machen, indem ihr einfach hergeht, euren Lappen einzieht und die Bremsscheibe einfach so dreht. Wenn ihr alles wieder zusammengebaut habt, vergisst hier die Klammer nicht. Die wird einfach nur wieder eingeklipst. Und die Scheibe auf jeden Fall wieder reinigen mit dem Bremsenreiniger. Und das war's auch schon. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal, lasst mir einen Daumen da und ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Autoschrauber Kanagi.